Hallo zusammen, ich bin Carola von Lilan Linz und sage herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Serie Herbst-Winter 2019. Und heute zeige ich euch das Produktpaket Sternenglanz. Mir ist dieses, ja, vor allem der Stempel ist jetzt sofort aufgefallen im neuen Katalog, weil diese Schriftzüge einfach absolut mein Stil sind und ich auch dieses filigrane und sehr detaillierte Stempelset sehr, sehr gerne mag. Und dazugehörig ist das Stanzenpaket bestickte Sterne, und wie der Name schon sagt, habt ihr auch hier, so wie gestern bei den Rahmen, wieder diesen Stickrahmen mit drauf. Auch hier extrem viele Stanzformen mit dabei, ihr könnt Sterne selber machen. Wir haben da einige Lagen, und das Stempelset selber gibt es 21 Klarsichtstempel auf zwei Matten. Und dieses brauchen wir heute mal nicht. Wir machen heute, ich habe ja schon vorher gesagt, wir werden eine Dekoration werkeln. Das heißt, wir brauchen heute mal nur die Stanzformen. Und wie ich auf die heutige Idee gekommen bin, das liegt an diesem Swap. Diesen habe ich letztes Jahr bei Onstage in Berlin bekommen. Leider weiß ich nicht mehr, von wem der ist. Wenn du deinen Swap erkennst oder wenn jemand von euch weiß, wer diesen Swap mit mir getauscht hat, bitte gebt mir Bescheid, damit ich natürlich auch honorieren kann und verlinken kann und die Info geben kann, von wem diese Idee kommt, weil das hat mich für meine heutige Idee inspiriert. Und zwar habe ich hier meine Idee. Wir arbeiten einen weihnachtlichen Anhänger in den Farben Rauchblau, und das dritte Produkt, mit dem wir heute nämlich arbeiten, ist das Designer Acetat Quecksilber. Ihr bekommt hier 4 Bögen, 2 in jedem Design, und nicht wundern, meine ist schon relativ zerflettert. Ich habe gestern sehr lang herumprobiert, was ich euch heute zeigen möchte. Ich möchte euch nur vorweg einmal informieren, wenn ihr das Designer Acetat erstes Mal verwendet, jeder Bogen hat eine Schutzfolie drauf. Denkt daran, diese abzuziehen, bevor ihr mit dem Acetat arbeitet, weil ich habe dann schon erleben müssen, dass ich, ich habe zu stanzen begonnen und ich habe dann geklebt und ich denke mir noch, warum hält denn der Stern nicht und geht der Kleber wieder ab und so weiter. Ich habe einfach vergessen, hier die Schutzfolie abzuziehen. Ist so, kann passieren. Ihr wisst es jetzt, ihr denkt daran, wenn ihr damit arbeitet. Also das ist unsere Idee für heute. Und ich habe hier noch meine von meinen Testzwecken Farbkarton in Rauchblau. Wir brauchen eine Breite von 10,5 cm, da passt der größte Stern genau drauf. Das heißt ein halber A4-Bogen. Ich nehme mir jetzt den größten und den zweitgrößten Stern zur Hand. Den drittgrößten oder beziehungsweise den, der noch reinpasst, brauchen wir für den inneren Stern. Und diesen ganz, ganz kleinen hier unten, diesen hier, den brauchen wir für die Dekoration. Also, wir gehen jetzt im ersten Schritt einmal her und ich lege mir diese beiden Sterne, die ich verwenden möchte, übereinander und richte mir die so aus, dass überall gleich großer Rand ist. Wenn das für mich passt, gehe ich her, fixiere mir das Ganze mit einem Post-it. Hat den Vorteil, wenn ich das jetzt gleich zweimal durch die Big Shot durchlasse, habe ich wirklich zwei exakt gleiche Ränder. Mein Farbkarton, dann kommt der Stern oben drauf. Und ich habe hier meinen Rand, den wir benötigen, und das Innenleben kann man ja dann für eine weitere Idee, für ein weiteres Projekt verwenden. Einmal und das Ganze dann nochmal. Und da wir das Ganze fixiert haben, brauchen wir es nicht nochmal neu ausrichten. Auf den Farbkarton auflegen und durch die Big Shot durchlassen. Dann im zweiten Schritt nehme ich mein Designer-Acetat,
Schau nochmal, ob da eh die Schutzfolie abgezogen wurde. Dann kommt der innere Stern, der dann das hängende Teil wird. Leg mir die auf das Designer-Acetat auf und stanze mir auch das zweimal aus. Nachdem ja jede Prägemaschine etwas anders arbeitet, kann es natürlich sein, dass eure nicht unbedingt durch das Acetat durchstanzen kann. Zumindest nicht vollständig. Da muss ich vielleicht ein bisschen mit einem Kraftmesser, also mit einem Bastelmesser nachgehen. Das ist dieses. Und dann habe ich noch für die Dekoration Silber, Metallicfolie in Silber. Der ganz kleine Stern und den stanzen wir uns auch noch schnell zweimal aus. Warum immer zweimal? Weil wir zwischen den beiden Lagen dann den Faden verstecken, diesen Nähgarn verstecken. Und da brauchen wir eben vorne und hinten, sonst würde man eine Seite dann weiß sehen bzw. das Nähgarn rausspitzen. Und das wollen wir eher weniger. So. Das war jetzt sozusagen die ganze Hexerei mit der Big Shot. Ich habe hier den einen Rahmen, den zweiten Rahmen, ich habe hier meine beiden Sterne und ich habe hier einen silbernen Stern und der zweite silberne Stern ist hier. Wo ist mir der jetzt hin? Der ist so klein, dass er jetzt verloren gegangen ist. Ich habe hier auf der Prägeform keinen silbernen Stern. Hier ist einer. Da ist er. Lässt sich alles finden, ist nur die Frage der Zeit. So, das war die Idee, wie gesagt, das ist meine Ausführung und jetzt beginnen wir das Ganze zusammenzubauen. Im ersten Schritt gehe ich her, nehme mir einen der beiden Acetatsterne und gebe mir auf eine der Spitzen einen Mini-Klebepunkt drauf. Hole ich etwas näher ran, hier habe ich den Klebepunkt. Dann habe ich hier handelsübliches Nähgarn und überlege mir, wie lang dieses sein soll, damit man auch aufhängen kann. Und lege mir die Enden vom Nähgarn auf diesen Mini-Klebepunkt drauf. Man kann jetzt entweder mit dem Präzisionskleber arbeiten, das dauert mir fürs Video aber zu lang, bis der trocken ist. Ich mache mir das jetzt relativ einfach und lege mir auf alle vier Spitzen, fünf Spitzen von dem Stern einen Mini-Klebepunkt drauf. Wie gesagt, mit dem Präzisionskleber würde das auch sehr gut halten, nur der braucht etwas länger, bis er trocken ist. Und wir wollen ja nicht allzu lange darauf warten, bis wir das fertige Ergebnis gesehen haben oder sehen werden. Das heißt, ich arbeite hier mit den Mini-Klebepunkten die beiden Acetatsterne übereinander legen, festdrücken und so habt ihr schon das Teil, das in die Mitte von den großen Sternen reinkommt. Und durch das Muster hier von diesem Quecksilber sieht man auch den Mini-Klebepunkt nicht mehr durch. Dann habe ich hier meine beiden Ränder. Ihr seht hier genau diese Stickmuster und die schaut auf der anderen Seite anders aus. Ich weiß nicht, ob man da jetzt den Unterschied müsste man erkennen können. Wir gehen jetzt im ersten Schritt her und legen uns einen der Sterne, ich hole euch ein bisschen weiter raus, fast ein bisschen zu nahe, einen der Sterne auf den Bauch sozusagen. Und ich nehme wieder einen Mini-Klebepunkt, da komme ich eher so an das untere Ende der Spitze, lege mir den Stern so hin, wie er ungefähr mittig da liegen sollte und fixiere mir
den oben auf dem Mini-Klebepunkt. Dann nehme ich den Flüssigkleber und streiche mir den Flüssigkleber einmal im Kreis herum ein. Auch gehe ich oben über das Band drüber. Ziehe sozusagen mit dem Flüssigkleber einen inneren Stern. Und dann lege ich mir den zweiten Rand, dieses Mal mit der schönen Seite nach außen, oben drauf. Aufpassen, dass ihr da wirklich auch übereinander liegt. Dass da sozusagen, da habe ich mit dem Kleber ein bisschen geschlampt, die beiden Sterne übereinander liegen. Gehe dann immer wieder mit den Fingern noch drüber und zupfe mir das zurecht. Und schaue, dass das wirklich ein solider, doppellagiger Stern wird. Und so habt ihr zumindest schon mal das Teil mit den beiden Sternen ineinander. Und weil ich hier eben noch einen schönen Abschluss oben will, bin ich hergegangen und habe auf den Stern, ich habe hier noch meine Bastelpinzette, habe auf diesen ganz, ganz kleinen Stern ein Tröpfelchen vom Kleber gegeben, das war fast schon zu viel mit der Bastelpinzette, weil es fast etwas filigran zu arbeiten ist. Die hebe ich hoch, lege mir den Stern da oben drauf. Halte mir ihn etwas fest, bis sich diese Folie mit dem Farbkarton verbunden hat. Dann kann man das Ganze umdrehen und den zweiten Stern auf die gegenüberliegende Seite ebenfalls aufkleben. So verstecken wir sozusagen dann nochmal die Spitze bzw. das Band. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen raus. Und so ist meine Weihnachtsdekoration fertig. Dann kann man schon in Massen machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, wir stanzen jetzt hier in der Mitte was aus, beziehungsweise könnte man auch, also so, ich kann euch das ganz, ganz schwer im Video zeigen, weil natürlich ihr sitzt oben drüber. Beziehungsweise schaut mir von oben aus zu. Und es gibt dann noch Versionen, die ich gemacht habe, zum Beispiel als Schüttelkarte. Zwei Lagen, genauso auch die beiden Ränder. Habe mir dann den nächst kleineren Stern ausgestanzt und innen eingeklebt und mit den Schaumstoffpads gearbeitet. Beziehungsweise das sind diese Klebestreifen, die wir letztes Jahr im Sortiment hatten. Funktioniert aber auch mit den Stampin' Dimensions. Ein paar Pailletten mit rein. Oder wenn ich sage, ich stanze mir einen großen Stern aus und dann aus dieser Form raus hole ich mir dann diesen Stern raus, gibt es dann die Negativversion dazu. Hier mit einem Loch oben in der Mitte drinnen zum Aufhängen. Oder auch ohne und mit dem Band hier in der Mitte dann versteckt. So einfach kann man mit den Sternen nämlich Christbaumschmuck herstellen, beziehungsweise einen kleinen Geschenkanhänger herstellen. Man könnte dann noch einen Namen drauf geben, also einen Tag mit einem Namen. Aber diese Idee hier war die Inspiration dazu und die wird auch weiterhin in meinem Bastelzimmer hängen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich die Bastlerin dazu jetzt irgendwo finden würde. Ich möchte sie sehr gern verlinken und ihr Danke sagen nochmal für diesen tollen Swap. Und euch sage ich danke fürs Zuschauen an Tag 3 und für morgen habe ich mir nochmal was Spezielles überlegt und noch ein weiteres Stanzenpaket bzw. Produktpaket zum Präsentieren. Ich wünsche noch einen schönen Tag morgen bzw. für euch heute und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!